Wann benutzen wir den Konjunktiv 1? Learn German with Anna. Lern Deutsch mit Anna. Ich bin Anna von freegermanlessonsonline.com. Schön, dass du da bist. Das Thema heute ist, wann benutzt man den Konjunktiv 1 und was ist der Unterschied zum Konjunktiv 2? Im zweiten Video geht es dann darum, wie man den Konjunktiv 1 überhaupt bildet. Erstmal, der Konjunktiv 2 ist viel, viel wichtiger. Man benutzt den Konjunktiv 1 in der Umgangssprache fast nie. Das heißt, wenn du noch nicht so ganz sicher bist mit dem Konjunktiv 2, dann schau zuerst das Video, das siehst du unten in der Beschreibung, den Link. Schau zuerst das Video für Konjunktiv 2 an und dann dieses Video. Den Konjunktiv 1 benutzt man für die indirekte Rede. In einem offiziellen Kontext wird die direkte Rede, also das ist dieses, er sagt, Doppelpunkt, Anführungszeichen, das ist die direkte Rede, wird also die direkte Rede mit der indirekten Rede weitergegeben. Der Politiker H. Müller sagt, Umweltschutz ist mir wichtig, ich will die erneuerbaren Energien fördern. Das ist also die direkte Rede. Und das Ganze ist im Indikativ, also so nennt man die Form, die eben nicht den Konjunktiv ist. Das ist im normalen Präsens oder im normalen Perfekt. So, indirekt ist das jetzt. Der Politiker Müller sagte, Umweltschutz sei ihm wichtig. Er wolle die erneuerbaren Energien fördern. Das heißt, wir haben hier also eine Form für die indirekte Rede. Warum eigentlich? Warum ist das wichtig? Der Konjunktiv 1 ist sozusagen eine professionelle Distanz zu der Aussage. Und diese professionelle Distanz ist für Journalisten, für Journalistinnen oder für Professoren, für Professorinnen, also für Leute an der Universität wichtig. Wenn man in der Umgangssprache zitiert oder die professionelle Distanz nicht wichtig ist, benutzt man den Konjunktiv nicht. Also wenn ich spreche, dann benutze ich den Konjunktiv 1 wirklich nicht. Erinnern wir uns ganz kurz, der Konjunktiv 2 hat hauptsächlich zwei Funktionen. Einmal ist das ein Wunsch oder ein Traum. Er wäre jetzt gern draußen, Fußball spielen wäre schön. Oder es ist eine höfliche Bitte, eine Frage, ich hätte gern einen Schokokaffee. Das ist aus dem Video zum Konjunktiv 2. Du siehst also, der Konjunktiv 1 und der Konjunktiv 2 sind komplett verschieden. Das sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Hier also nochmal, du siehst also, der Konjunktiv 1 und der Konjunktiv 2 sind komplett verschieden. Bitte lern zuerst den Konjunktiv 2, er ist wirklich wichtiger. Schauen wir noch Beispiele an. Die Firma von E-Mosk will 2030 auf den Mars fliegen. Der Pressesprecher sagt, das ist also wieder direkte Rede, wir fliegen 2030 auf den Mars. Und wenn wir jetzt die Boulevardpresse haben, dann ist der Journalist der Boulevardpresse begeistert. Und er schreibt einen Artikel, wir fliegen 2030 auf den Mars. Weil für ihn die professionelle Distanz nicht wichtig ist. Okay? Er ist von einem Boulevardblatt und er sagt einfach nur, wow, wir fliegen auf den Mars. Aber wenn wir eine seriöse Zeitung haben, die Journalistin der seriösen Zeitung ist natürlich skeptisch. Ja, also sie ist nicht so sicher, was dieser Unternehmer Musk sagt. Und diese Journalistin schreibt also für ihre Leser, Musk möchte auf den Mars fliegen. Er sei sicher, dass seine Rakete 2030 fertig ist. Seine Forscher würden komplett neue Techniken entwickeln. So,
Warum benutzt sie hier den Konjunktiv 1? Der Konjunktiv 1 zeigt, dass die Journalistin auf Distanz geht. Sie sagt damit, das ist nicht meine Meinung. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich habe keine Ahnung, ob das realistisch ist oder ob das kompletter Quatsch ist. Ja, sie ist sozusagen neutral. So, das war der wichtigste Fall für den Konjunktiv 1. Wir benutzen den Konjunktiv 1 noch für einen anderen Fall. Das ist relativ selten, aber der Vollständigkeit halber führe ich diesen Fall auf. Und zwar ist das der unpersönliche Imperativ. Und es gibt ein paar Sätze, die kannst du auswendig lernen. Zum Beispiel, es lebe die Freiheit, er lebe hoch am Geburtstag. Oder in alten Rezepten, man nehme 500 Gramm Mehl. Aber ehrlich gesagt, also das hier, das liest du vielleicht und wunderst dich, was das für eine Form ist. Aber so sagt man das heutzutage nicht mehr. Aber auch in der Schule oder an der Uni, wenn du Mathe studierst oder Mathe lernst, dann ist es die Strecke AB sei 12 Zentimeter. Also das ist eine Aufgabe hier. Das hier kannst du dir also merken. Warum ist hier diese komische Form? Aha, das ist also dieser sogenannte unpersönliche Imperativ. So. Das war, finde ich, ein relativ kompliziertes Video. Ihr habt euch das gewünscht. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meine Arbeit mit nur $3 im Monat unterstützt. Es gibt auch viele extra Fälle bei iTunes. Du findest hier den Link und auch unten im Video. $3, das ist nicht so viel, aber für mich ist das eine ganze Menge. Und ich sage ein ganz großes Dankeschön an meine neuen Patrons. Super, dass ihr mich unterstützt. Das schätze ich und das ist super wichtig. Meine neuen, meine alten, alle meine Patrons. Eine große Umarmung an euch. So, jetzt vergesst nicht, mich zu abonnieren, wenn ihr das nicht schon getan habt. Lernt weiter. Hier findet ihr auch den Link zu meiner Webseite. Und hinterlasst mir doch einen Kommentar. Bis bald. Tschüss.